Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Diese Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten lassen uns die Anfänge der Kirche vor Augen treten. Nach der Himmelfahrt kehren die Apostel nach Jerusalem zurück und verharren dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Der heilige Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, hat uns zwei kleine Details zu den näheren Umständen überliefert. Zum einen war es ein fester Ort für diese kleine Gemeinschaft, in dem sie nun ständig blieben. Zum anderen lag dieser Ort in einem Obergemach. Diese Angabe lässt uns zugleich an jenen Ort denken, an dem Jesus mit den Aposteln das letzte Abendmahl gefeiert hat, wie wiederum der heilige Lukas in Übereinstimmung mit dem heiligen Markus berichtet, in einem großen Raum im Obergeschoss. Nach alter kirchlicher Tradition handelt es sich um denselben Raum, in dem sich die Apostel und die Jünger nach dem Kreuzestod Jesu eingeschlossen hatten, wo ihnen dann der Auferstandene begegnet war. Wir brauchen uns nicht weiter bei der Frage aufzuhalten, ob die Identität des Raumes bei den drei verschiedenen Begebenheiten, letztes Abendmahl, österliche Erscheinungen, nach der Himmelfahrt, historisch gesichert und belegbar ist. Entscheidend für unser Gebet heute ist, dass zwischen diesen unterschiedlichen Begebenheiten ein tiefer innerer Zusammenhang besteht. Was mag den Aposteln alles durch den Kopf gegangen sein? Welches Wechselbad der Wahrnehmung und Gefühle innerhalb so kurzer Zeit? Sie haben das Leiden und Sterben Jesu miterlebt, waren niedergeschlagen, konsterniert, eingeschüchtert aus Furcht vor den Widersachern Jesu, verwirrt und erschrocken, als sie ihn dann wiederholt als den Auferstandenen und Lebenden erfahren durften. Und nun wurde er, wir haben es vorgestern feierlich begangen, vor ihren Augen emporhoben und ihren Blicken entzogen. Wir alle, du und ich, kennen solche Szenen des Abschieds. Man blickt lange zurück, ehe der andere langsam am Horizont verschwindet. Es ist nur allzu verständlich, überaus menschlich, dass die Apostel und mit ihnen all die anderen, an erster Stelle Maria, aber auch die heiligen Frauen und die Jünger, das Geschehene ein wenig ordnen und verarbeiten mussten. Würde der heilige Lukas heute die Apostelgeschichte verfassen, würde er wohl formulieren, sie brauchten eine Auszeit. Und diese Auszeit war von zwei Charakteristika geprägt, der Einmütigkeit und dem Verharren im Gebet. Der Inhalt ihres Gebetes wird uns in der Apostelgeschichte natürlich nicht mitgeteilt. Aber wir dürfen doch annehmen, dass die Apostel mit Maria und den übrigen Anwesenden über all das nachsannen, was ihnen Jesus wenige Wochen zuvor gesagt hatte. Möglicherweise eben sogar am gleichen Ort, was ihnen damals freilich nicht recht verständlich vorgekommen war. Eine solche Passage hören wir wiederum im heutigen Evangelium, abermals entnommen den langen Abschiedsreden des Herrn, die uns der heilige Johannes überliefert hat. Jedenfalls der heutige Abschluss dürfte sich ihnen nun erschlossen haben. Vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt und gehe zum Vater. Jesus ist weg, physisch weg. Warum aber gehst du, Herr? Du weißt doch, wie sehr deine Jünger dich brauchten, um sie zu lehren, sie zu belehren, sie zu korrigieren, ihren Blick zu weiten, ihnen den Sinn der Schrift zu erschließen. Und uns heute geht es nicht anders. Wir brauchen dich. Die Bitte der beiden Jünger von Emmaus ist zeitlos. Herr, bleibe bei uns, denn es wird Abend. Nun die Frage auf die
Frage nach dem Warum hat der Herr schon in den Abschiedsreden vorab gegeben. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. In ihrem einmütigen Gebet haben die Apostel mit Maria und den anderen dann gewiss den Sinn der Schriften erfasst und durchdrungen, wie ihn die Kirche am Fest der Himmelfahrt bekennt. Am Donnerstag haben wir in der Präfation der Heiligen Messe gebetet. Jesus kehrt zum Vater heim, nicht um uns Menschen zu verlassen. Er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen, wohin er als Erster vorausging. Doch gleichwohl, für jetzt bist du weg, Herr. Die betende Urkirche im Abendmahlsaal, wie wir heute, haben deine Verheißung, dass du wiederkommen wirst, um uns zu dir zu holen. Doch in der Zwischenzeit? Auch hier hast du schon die Antwort gegeben, ehe den Jüngern von damals und auch uns heute überhaupt die Frage bewusst war. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Und dieser Geist wird uns in der ganzen Wahrheit leiten. Der erste Schritt dafür ist das Gebet, das wahre Gebet im Heiligen Geist. Wiederum sagt uns Jesus heute im Evangelium, wir sollen in seinem Namen bitten und wir werden in seinem Namen vom Vater empfangen. Aber wie könnten wir das, wenn uns nicht der Heilige Geist zur Hilfe käme? Dann wäre unser Beten nicht viel mehr als eine bloße Liste von Wünschen und Anliegen. Oder, je nach Inhalt, ein Klagen über Not und Unrecht oder auch einmal ein Dank für eine empfangene Wohltat. Doch das ist nicht das in meinem Namen bitten, das uns der Herr heute anempfiehlt. Im Römerbrief beschreibt der heilige Paulus eine Erfahrung, die wohl ein jeder von uns kennt. Wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Und zugleich fügt der heilige Paulus als Trost und Ermutigung hinzu, der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Eben darum schickst du uns, Herr, diesen Beistand, den Heiligen Geist. Deinen Geist. Ohne ihn könnten wir dich ja gar nicht kennen, bekennen, erst recht nicht in deinem Namen bitten. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet, schreibt der heilige Paulus an die Korinther. Bitten wir in diesen Tagen des Zugehens auf Pfingsten, dass der Heilige Geist in uns wirken möge, und bemühen wir uns, all das in unserem Leben wegzuräumen, was uns daran hindert, seine Stimme zu hören. Eine Stimme, die, wie der Prophet Elias es am Berg Horeb erfahren hat, wie ein sanftes, ein leises Säuseln ist. Schließen wir unsere heutige Betrachtung gemeinsam mit Maria, den Aposteln, den heiligen Frauen und den Jüngern und beten wir mit diesen tiefen und schönen Worten des heiligen Augustinus. Atme in mir, Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Ich danke, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.